Feuer am Himmel hieß die letzte Mission, die wir abgeschlossen haben hier auf Char. Wie die nächste heißt, das werden wir gleich herausfinden hier bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Weil, naja, alles andere haben wir hier schon abgeklappert und gemacht. Deswegen wäre der nächste Schritt, einfach mal auf Mission zu gehen. Um erneut über Char zu herrschen, müssen wir die terranische Festung zerstören. Sie werden uns mit aller Macht bekämpfen. Es bedarf nur deines Befehls, meine Königin. Ich bin deine Königin, das stimmt. Ja, das hast du ganz richtig gesehen. So, Hauptziel, Evolutionsmission für Bärsling bekommen wir dann. Bonus-Zielbelohnung plus 2 Machtpunkte für Kerrigan. Neue Einheit, Scheusal. Schwere Freundeinheit, die gepanzerte Einheit zusätzlichen Schaden zufügt, kann über kleinere Einheiten schreiten. Also im Prinzip so eine Art, boah, weiß ich nicht, also Koloss ist es nicht. Der Koloss könnte auch über kleinere Einheiten hinwegschreiten. Ja, so eine Art Miniaturversion davon, nur in anders. Das ist wie wenn man sich eine Pizza Salami bestellt, aber sagt ohne Salami, mit Schinken aber bitte und mit Anchovy drauf. Also so ungefähr kommt es vor. Wie auch immer, Veteranen heißt das Ding hier. Und wir schauen mal. Ja, das Scheusal, indem sie zu einem neuen Ressourcenvorkommen expandieren, können sie die Produktion ihrer Einheiten zusätzlich ankurbeln und somit näher an der Front an Boden gewinnen. Wenn denn die Expansion näher am Gegner ist, sonst wird es schwierig. Aber ist ja meistens so, man spawnt ja eigentlich so weit weg vom Gegner, wie es meistens nur geht. Hat man ja seine Hauptbasis. So, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Bestimmt irgendwas furchtbar Dämliches, so wie immer. Aber schöne Bilder, ich mag die Bilder, die im Hintergrund hier rumgemalt wurden. Sehen schon sehr stimmungsvoll aus. Es macht es jetzt nicht unbedingt zum allergemütlichsten Ort der Welt, wo man sich unbedingt aufhalten möchte. Erinnert so ein bisschen an Star Wars hier, Episode 3, wo die da auch, ne, wo die da so, wo das Böse da passiert ist und so. Ihr wisst schon, der Vogel da. So. Und es könnte mal ein bisschen schneller laden hier, aber es ist auch nichts Neues hier. Ja, irgendwas wollte ich gerade erzählen. Achso, die Scheusale haben wir schon gesehen gehabt bei der Mission gegen, das war wo wir da die Basis hier, wo wir die Menschen entweder retten konnten oder die zerkifizierten Menschen töten sollten. Bei Haven war das, genau. Da haben wir die schon mal gesehen, da haben wir da sehr viel Spaß mit gehabt. Die halten schon eine Menge aus. Wir haben die terranische Festung erreicht. Sie haben sich verschanzt und erwarten uns. Dies ist nicht der Zeitpunkt für Raffinesse. Wir werden sie jagen, wo immer sie sind, und sie überwältigen. Bereitet einen Nuklearangriff vor. Ich will, dass von diesen Käfern nur noch verkohlte Kadaver übrig bleiben. General Warfield aktiviert sein nukleares Arsenal. Wir müssen uns beeilen. Zagara, erschaffe einen Schwarmcluster. In der Zwischenzeit leite ich diese Welle und verursache so viel Schaden, wie ich nur kann. Also wir haben im Moment nur das Zeug. Das ist nicht unseres. Wie soll ich das machen hier? Ich werde einen Schwarmcluster für den Schwarm bereitstellen, während du so viel Schaden wie möglich anrichtest, meine Königin. Okay, ich denke mal, wir übernehmen das dann noch. Verstärkung, wenn du kannst. Das wird unser. Eine blutige Angelegenheit. Teilen Sie Ihren Streitkräften den Angriff. So, vernichten Sie die Streitkräfte vor dem Nuklearschlag. Also im Prinzip muss ich einfach angreifen hier, oder? Wie sieht das aus? So. Im Prinzip brette ich einfach mal durch und dann ist das gut. Ja, doch. Also ein bisschen. Hier, guck mal, der Panzer muss weg. Aber sowas von weg. Ja, die anderen Kollegen hier, das geht auch. Die ganzen Mailings hier sind ein wenig auch gemütlich unterwegs. Passt schon. Der Schwarm ist hungrig. Weitere Verstärkungen des Schwarms sind eingetroffen, um deinen Angriff zu unterstützen, meine Königin. Also ich muss jetzt wirklich nur riesige Armeen hier nehmen und dann alles platt machen. Also nach Möglichkeit. Wobei, ja, man hier auch sieht, dass die Zeit begrenzt ist. Sobald der Nuklearschlag kommt, haben wir, glaube ich, eine normale Mission hier zu erledigen. Also mit Basenbau und den ganzen Krams, ne? So, der Panzer muss weg, der ist blöd, der macht nämlich zu viel Schaden.
Also hier würde ich halt versuchen, zuerst auf die Panzer zu gehen, weil die sind dann noch ein bisschen ungünstig. Man könnte auch direkt jetzt hier weitergehen und direkt hier die ganzen Einheiten da hochschubsen. Das ist schön, da freue ich mich. Hier, könnte jemand da mal angreifen? So, vielen Dank. Du hast meine Aufmerksamkeit. Hier unten sind auch noch welche. Ach, das ist ja nett. Wir haben nicht gesagt, verschwinde von Scharf. Wenn du bleibst, werde ich deine Streitkräfte bis auf den letzten Mann abschlachten. Was ist das hier? Bärslinge schaffen. Ach so. Das ist ja niedlich. Wer hat dich gefragt? So, ich habe eine ganze Menge Leute dabei hier. Ich könnte eine ganze Menge hierher holen. Achso, da bekommen wir nichts draus. Ich latsch mal hier hoch, ne? Natürlich werden die das. Hier, dann krach mal. So, ein paar Sekunden haben wir noch. Der ist mir gerade mal egal. Hier. Wo ist Kerrigan? Die ist hier oben direkt mit bei, ne? Ich glaube, ein bisschen Schaden haben wir schon gemacht. Zeit für den Nukleareinsatz. Tötet sie alle! Aua! Unser Schwarmcluster hat die Explosion gerade so überstanden, meine Königin. Sobald sein Arsenal aktiv ist, wird er noch mehr Nuklearraketen gegen uns einsetzen. Unsere einzige Hoffnung ist es, in seinen Gefechtsstand einzudringen. Sobald wir das geschafft haben, ist es vorbei. Ich habe etwas erschaffen, das dir dabei helfen wird, die Terraner zu vernichten. Scheusale. Sequenzen ungenau. Trotzdem effektiv. Nutze sie, meine Königin. Übernimm die Kontrolle über die Basis und die Terraner werden den Schwarm fürchten lernen. Gab es die Scheusale denn früher schon mal in irgendeiner Raus Form? Damit. Bei StarCraft 1 oder Brood War? Ich weiß es leider nicht, weil ich das damals, also, oder weil es schon zu lange her ist und ich es nicht so genau verfolgt habe. Ein paar Dröhnchen mache ich mir nochmal. Ja. Und bin ich scheu, ist schön. Wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schaden anrichten können, wenn ich einfach die hier gewartet haben auf der Karte, auch mit den früher hätte mitgenommen. Aber so ist es halt. Na, man kann nicht alles haben. Außer man hat natürlich alles, dann hat man alles. In diesen Forschungseinrichtungen experimentieren die Terraner am Zerg. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich werde sie zerstören, wenn sich mir die Gelegenheit dazu bietet, Zagara. Das heißt, hier gibt es Forschungspunkte, die zwei. Hier kann ich auch noch eine Basis hinzumachen. Ich meine, es ist ja schon mal schön, dass wir zwei dass wir eine Brutstelle und einen Bau haben hier. Das ist schon mal nett. Weil dann haben wir immerhin schon mal was zu tun. So, Overlords mache ich ein paar. Also dann haben wir ein bisschen Spawnkraft hier. So. Lasst uns das hinter uns ohne irgendwie große Armee schlaufe ich einfach mal hier durch die Gegend und mal ein paar Schlaufen. In meinen Sprechbereich. Ein paar Zerklinge noch mit dazu. Weil es ist eigentlich dämlich, die auf den gleichen hier zu bringen. Das ist ziemlich Quatsch. So, die Overlords, ne? Die sind hier mal fix unterwegs. Ich höre. Hier brennt immer noch alles. Mein Gott, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich brauche ganz viele Dröhnchens. Der geht auch nochmal zum Gas holen. Da make ich mal noch sowas hier. Raus damit. Und ich gucke mal um. Also hier unten sollte wahrscheinlich eher weniger noch auf uns warten. Es ist aber, meine Armee ist noch deutlich zu klein, als dass ich hier viel machen könnte. Wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Entzündet Angriffstruppen. So, ein Scheusal ist einigermaßen teuer mit 200 Mineralien und 75 Gas und braucht immerhin drei Versorgungseinheiten. Das ist schon nicht unbedingt wenig. Also das heißt, riesige Mengen davon werden wir wahrscheinlich eher weniger basteln. Hier ist nochmal Gas. So. Ist aber egal, ich brauche erstmal E-Mineralien. Das heißt, ich mache Drohnen. Wichtig, wichtig. Hier kann ich eigentlich auch direkt hin, oder? Ich schicke dir mal was hin. So, bitteschön. Die Dinger können auch kaputt gehen hier. Ich bin mal gespannt, wann die anderen denn hier ankommen werden. Ach, nicht so, hallo. Mach den Panzer kaputt. Vielen Dank. Achso, Bane nichts erschaffen ist so eine Sache.
Muss mich mal dran erinnern, dass es ja funktioniert. So, wir haben viel zu viel verloren. Ich gehe mal nach hier unten. Hier wurde ich gerade angegriffen? Ja, ne? Was jetzt? Dann machen wir es so. Hiermit muss ich mich ein bisschen ausbreiten. Ich hätte gerne eine Queen. Ich hätte gerne zwei Stück, ehrlich gesagt. Und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, also zumindest ist es schlecht genug, als dass es nicht cool ist. Weiter vorrücken. So, hier ist auch schlecht. Ja, das ist... wie viele Drohnen bräuchte ich denn noch? Ich brauche... Ja, es ist nicht so wahnsinnig viel. Von daher, ich mache das mal so. Scheusale hätte ich auch noch gerne. Und die Queenies gibt es hier. So. Ich hau nochmal weitere von den... Tumoren hier hin. Damit ich mich möglichst schnell ausbreiten kann. Was jetzt? Damit ich mich am Ende sogar... Ach, guck mal. Ah, ist ja schön. Die Terraner haben noch eine Nuklearrakete gestartet. Ja, ich hab's gesehen. Verschwindet aus dem Bereich. Ja, ich hab's gesehen. Der Schwarm ist hoch, ich höre. So. Zerklinge. Ja, doch, komm. Wobei, ich brauche mir eine... Was? Overlord. Ach so. Na gut. Sag es auch. Schwupps. Hast du ja auch gesagt. So, ich möchte mich ausbreiten hier. Und zwar... Fupp. Bleiben wir mal hier unten. Ich mach mal so ein paar... Ich hoffe mal, dass ich so ein paar... bauen hier. So ein paar Crawler hier reinpacke. Dass wir hier so ein bisschen geschützt sind. Zumindest in diesem Bereich hier vorne. Wer hat dich gefragt? So, das hier... Achso, Upgrades sind auch noch schön. Was bräuchte ich denn noch hier? Ich habe Hydraliskenbau. Hydras sind natürlich super, die hätte ich auch gerne. Ich hätte auch gerne einen Roach Warden, eine Schabenhöhle. Hätte ich natürlich auch gerne, weil das haben wir alles nicht. Oder übersehe ich das nur sehr erfolgreich? Nee, ne? Haben wir nicht. Ah, guck mal, was soll denn hier? Ja, hier kommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Banelings, die Bärslinge, ob die Friendly Fire machen, ob die uns selbst auch zu Schaden zufügen. Bin mir gerade nicht so sicher. Ach komm, hier die paar. Die schicke ich mal nach da oben hin. Ja. Hier unten ist sonst nichts mehr. Aber die hier. Achso, ich habe die Queens jetzt gerade mal mit hier, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Oh, wie mache ich das denn? Hydras, natürlich. Roaches. Everywhere. Also Schaben, ne? Ihr wisst. Lasst uns das Roaches sind Schaben. Ich mache tatsächlich noch einen zweiten Bau hier. Auch wenn es hier ein bisschen gefährlich sein könnte, hier unten. Aber wir werden es herausfinden, ob das tatsächlich so ist. Ja, ich bin dann. Das ist ja schön. Die leuchten so extrem hier. Schön, dass ihr es festgestellt habt. Das bringt nur irgendwie gar nichts. Nicht meine Drohne. die eine wichtige Lebensdrohne hier. Sie war doch noch so jung. Warfield hat eine weitere Rakete auf unsere Truppen abgefeuert. Ach, noch mehr Scheusale hier. Das ist wunderschön, wunderbar. Wunderschön, wunderbar. Das ist ja alles klar. Sicherheit. Soldaten, haltet eure Stellung. So, kriegen wir das hin, ja, ne? Hydras. Weil die Scheusale machen echt eine ganze Menge Schaden hier. 22 Schaden gegen Panzer sogar 43. Das ist wirklich eine ganze Menge. Dafür sind das halt Nahkämpfer. Das ist der Nachteil der Geschichte hier. So, haben wir das hier auch? Fupp. So. Ja. Hier oben ist sonst nichts mehr, ne? Schön, freue ich mich. Der Schwarm schläft nie. Ja, ach guck mal. Ach, die Hydras sind aber super passend jetzt gerade mal hier. Das ist aber tipptopp. Ja, als hätte ich so erahnt, dass hier sowas, solchen Unsinn passiert. Du hast meine Aufmerksamkeit. So, sehr gut. Ja. Ach guck mal, hier liegt noch ein bisschen Gas in der Gegend rum. Hier, da bitteschön. Diese Welt gehört mir. Das schreit nach Panzer. Hallo Panzer, na du? Schrei doch nicht so laut. So. Ja, ist ein bisschen böse hier, aber es geht sogar.
Für die Bailings ist es echt ganz praktisch, dass man die Wehrlinge so direkt erschaffen kann. Ist wirklich ganz praktisch. Muss ich ja mal anmerken hier. Achso, hier gehen wir mal nach oben. Geht dann zwar ein bisschen langsam, aber es geht bestimmt schon doch trotzdem. Kerrigan ist aufgestiegen. Verdammt! Das werden Sie bereuen, Kerrigan. Wer hat dich gefragt? Wer wird denn... Ach hier, guck mal. Immerhin sieht man das auf der Karte schön, dass wo was abgeschossen wird und wo nicht. Das ist ganz angenehm. Wir haben uns auch ein bisschen fies. Beziehungsweise man kann ja immer mit der Leertaste auf das letzte Ereignis hinspringen, was denn akustisch hier erwähnt wird. Das ist schon mal ganz angenehm. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, hier haben wir das so. Ich hätte gerne noch Upgrades hier. So. Einfach mal alles, was es denn da so gibt. Und was ich machen kann, ist hier unten auch nochmal ein wenig für weitere... Na, wenn die in der Luft hier ankommen wollen, dann geben wir denen auch mal etwas, was dagegen wirkt. Ein paar... Sporenkrabbler. So. Ja. Keine Ahnung, ob die Positionierung davon sinnvoll war. Nichts vermutlich eher weniger. In den Weg. So, hier geht's auch dran vorbei. Hier auch. Und ich hätte gerne einen Arbeiter. Warten die hier? Nee. Doch, wir haben zwei Stück, die gar nichts machen. Hier kannst du mal hinhatchen. Raus damit. Kannst du mal einen Hedgefonds hier in der Hatchery erstellen. Upgrades gibt's hier nicht für uns. Das ist alles hier Sache der eher speziellen Gebäude hier. Sehr gut. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Verteidigung mehr zu Hause. Einheitentechnisch, aber ich mache mal noch ein paar Hydras. Und dann geht das Ganze. Ich brauche mehr Overlords, glaube ich. Und Mineralien. Ah, schön. Das hat hier funktioniert anscheinend. Wer hat dich gefragt? Das freut mich. So, hier, ihr kommt da voran. Ja. Jetzt halt die Frage, von welcher Seite greife ich aus an? Hier oben ist ja eigentlich nichts mehr. Weiter vorrücken. Sollte eigentlich passen hier. So, geht da mal rein. Der Schwarm schläft nie. Und der Panzer muss weg. Also dieses Wegsnipen hier mit der kinetischen Welle von Kerrigan ist gegen Panzer natürlich super. Das ist wirklich super. Um noch mehr Leute zu töten. Ja. Wie hartnäckig. Wobei natürlich die anderen Einheiten auch gegen die... Ach nee, ey. Ach nö, ey. Weil die anderen Einheiten ja auch ziemlich gut gegen die Panzer sind. Das kann man nicht anders sagen. So. Eine weitere Rakete ist im Anflug. So, grabt euch mal aus. Du auch? R. Was wollen die denn hier, ey? Ist immer voll dämlich. So, alles wieder eingraben. Und da kommen noch weitere. Das ist schön, dass man das hier echt gut sehen kann, muss ich mal sagen. Das ist wirklich schön. So, ein paar Drönis hätte ich hier auch gerne. Die greifen mich nämlich hier unten an. Ha, ich hoffe mal, das überlebt. Wobei, die sind einigermaßen fix unterwegs. Das geht, das geht, das geht. Das kriegen wir hin. Die greifen nämlich das an hier, denn da gehen die nicht auf die Basis, sondern auf den ganzen anderen Krams. Hydras Roaches. Sehr gut. Die Upgrades sind alle fleißig dabei. Ja, läuft eigentlich ganz gut gerade, ne? Muss ich sagen. Wir hoffen natürlich, dass die Gegner hier gewonnen haben. Aber es war ja eher so eine... Ja, gemütliche Geschichte, sag ich mal. Dass unsere Angriffskräfte da auch nicht so wahnsinnig hoch waren. Das geht nicht, ne? Der schießt dann sofort hier drauf. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Na, das hat noch funktioniert, okay. Los jetzt. So, hier dürfen weitere Drones ausgewählt werden. Genau, meine normalen Einheiten können mal da in die Mitte. Können wir vielleicht hier hinten weitermachen. Wenn die hier so aufdringlich sein wollen, dann machen wir da weiter. Hier oben breiten wir uns erstmal mit den Creep ein bisschen aus. Das geht dann auch gut. Ich höre. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen hier auf die ganzen Abschüsse. Das Gebiet. Eine weitere Rakete ist im Anflug. Er hat dich gefunden. Ja. Raus damit. Boah, die stören dadurch die Tumore hier. Das macht aber nichts, weil hier der Creep. Doch, na gut, das macht schon was. Der verringert sich schon, aber das geht eigentlich. Das könnte schlimmer sein. So.
Hier hätte ich auch gerne noch so ein, zwei Queens. Die kann ich auch nochmal ein paar erstellen. Die sind immer ganz praktisch eigentlich. Zum Herumheilen. Ich meine, hier sind ein paar Sachen kaputt. Aber es ist nicht... Oh, ich habe so viel... Ah, ich habe... Overlords. Ganz viele Overlords mache ich. So, Kinders, dann geht er mal hin. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich muss eigentlich nichts machen, ne? Die sind nicht so ernsthaft. Das läuft schon alles ziemlich gut hier. Ich kann auch mal ein paar Zerklinge. Ich mache mal noch so eine riesen Zerklingwelle hier. Dass man hier auch mal so rein invasieren kann. Das geht dann schon. So, ein bisschen, ich ziehe mich mal zurück. Wir haben zu wenig Einheiten. Du hast meine Aufmerksamkeit. Können die Queens hier nochmal ein bisschen rumheilen.